WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 1. Februar 2002. Der Todestag der Schauspielerin und Sängerin Hildegard Knef. Hat sie geweint? Nein, aber mit den Tränen gekämpft am 2. Dezember 2021. Rote Rosen für Angela Merkel. Mit dem großen Zapfenstreich wurde Merkel nach 16 Jahren Amtszeit das höchste militärische Ehrenzeremoniell der Bundeswehr zuteil. Das habe ich einmal in einem Moment absoluten Größenwahns geschrieben. Das ist ja ein wirklich hochaggressives Lied. Ich will, und für mich soll es rote Rosen regnen, was den anderen passiert, ist mir eigentlich so ziemlich egal. Hildegard Knef über ihre Erkennungsmelodie, ihren Erfolg über Jahrzehnte, ihr Lied von Wünschen, Träumen, Hoffnung. Ein Leben im musikalischen Schnelldurchlauf zwischen Forschen und Fordern. Ich will. Der Komponist Hans Hammerschmidt, der las den Text und sagt, bist du wahnsinnig? Ich sage, natürlich bin ich wahnsinnig. Aber wenn wir hier einen Dreivierteltakt loslassen, dann könnte das vielleicht ganz lustig sein. Und dann wurde es ein geradezu gigantischer Erfolg, mit dem ich nie gerechnet hatte. Die Frau mit den vielen Karrieren. Hildegard Knef. Hildegard Frieda Albertine Knef. Geboren 1925 am 28. Dezember. Beruf? 1, 2, 3, 4, 5. Berufe Mehrzahl, ja. Die Frau mit den drei Ehen, zwei Pässen und einem Kind. Angeblich Deutschlands letzte Diva, verachtet und verehrt. Regisseur Christoph Schlingensief hat ihr Leben so zusammengefasst. Verwirrende Kontexte, russische Kriegsgefangenschaft, einmal Hollywood, Broadway und zurück, Filmschrott, Filmkunst, angeblicher Deutschhass, Krebs, Kampf, Krebs, Kampf, Krebs, Chansonsängerin, Schriftstellerin, Mutter, Heimatlose, Passversorgte, Deutschlands glücklichste Tragödie. 17 Millimeter fehlte mir zu meinem Glück. Manchmal brauchst du nicht tausend Meilen. Sie hat diese großen Erfolge, sie hat es als erste Deutsche in Hollywood geschafft, sie hat es als erste Deutsche am Broadway geschafft. Knefs Biograf Jürgen Trimborn im Jahr 2005. Ich fand, dass das Leben der Knef wirklich so ein Auf und Ab ist. Ich habe eigentlich nie eine Mittellage gehabt. Ich habe immer entweder sehr großen Erfolg gehabt oder ganz bedeutenden Misserfolg und wurde dann immer sehr angegriffen. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warte. Glück wird Hildegard Knef nicht in die Wiege gelegt. Der Vater stirbt schon ein halbes Jahr nach ihrer Geburt. Mit der Mutter, die als Sekretärin arbeitet, zieht sie nach Berlin. Ich, Hildegard Frieda Albertine, hatte ihr wenig Freude gemacht, ihr, der Mutter Frieda Auguste. Da waren ewig neue, endlose, zahllose, familienzermürbende Krankheiten, Tropfen und Tablettenströme. Hilde ist dauernd krank, hieß es. Und hübsch war ich auch nicht, weiß Gott nicht. Keiner fand mich hübsch, außer Großvater. Und Mutter sagte zum Stiefvater so nachts in die Finsternis hinein, ein Jammer, dass Hilde nicht hübscher ist. Und Stiefvater murmelte, gestört, verschlafen, naja, aber ganz interessant sieht sie aus. Hildegard Knef vertritt in Reinkultur den Typus des deutschen Mädchens. Sie gefällt durch natürliche Anmut, hübsches Lachen und einen klaren, offenen Blick. Sie ist außerdem gut gewachsen und weiß sich zu bewegen. Das schreibt im Dezember 1942 ein NS-Filmkritiker und Talentsucher der UFA. Nach der mittleren Reife macht Hildegard eine Lehre in der Malabteilung der Filmstudios, bis sie entdeckt und gefördert wird und erste Filme dreht. Ihr Liebhaber ist der fast 20 Jahre ältere Goebbels-Günstling und Chef der Tobis-Film Ewald von Demandowski. Nach dem Krieg versucht sie, die Affäre runterzuspielen, und auch in ihrer Autobiografie »Der geschenkte Gaul« hält sie sich nicht an die Wahrheit. Sie schreibt eben sehr, sehr ausführlich auf 40 Seiten ein Kriegsende, was sie so gar nicht erlebt haben kann. Das schreibt sie sehr dramatisiert. Und ich denke schon, dass sie das Gefühl hatte, da eine bestimmte Geschichte verbergen zu wollen. Der historische Moment. Film Nummer 1, Szene Nummer 1, Aufnahmetag Nummer 1. Die Mörder sind unter uns.
München? Ich habe hier mal gewohnt. Ist interessant. Ich bin Susanne Weiner. Ja, und? Ja, ich bin die Besitzerin dieser Wohnung. Nein, sind Sie nicht. 1946, der erste Film, der nach dem Krieg in Deutschland wieder gedreht werden darf. Hildegard Knef als Überlebende eines Konzentrationslagers. Ein erster schüchterner Versuch der Vergangenheitsbewältigung von Wolfgang Staudte. Natürlich behandelt er nur sehr zaghaft das, was wirklich war. Mit diesem ersten und zwei weiteren Trümmerfilmen wird sie zum Idol. Und Star. Sie war als Schauspielerin wunderbar in den ersten drei großen Nachkriegsfilmen. Und sie war natürlich damals das Gesicht der neuen Stunde. Naja, und dann fing es sich an zu überschlagen. Dann kam Hollywood. Mittlerweile hat sie geheiratet. Ein US-Filmoffizier. Mit ihm zieht sie 1948 in die USA. Hollywood-Produzent David O. Selznick bietet ihr einen Vertrag mit festem monatlichen Einkommen. Sie unterschreibt, wird von Marlene Dietrich bekocht und der Philosoph Ludwig Marcuse erteilt ihr literarische Nachhilfe. Aber vor der Kamera steht sie nicht. Ich war zu dumm, zu jung, um zu erkennen, dass man 2,5 Jahre nach einem Krieg nicht nach Hollywood gehen kann und nicht auf eine sehr starke Aversion stoßen wird. Die deutschen Filmateliers stehen wieder im Zeichen eines langsamen, aber stetigen Aufstiegs. Gustav Fröhlich, Hildegard Knef und Willi Forst, der seinen ersten Nachkriegsfilm begonnen hat. Die Sünderin. Ich bin vor 6 Monaten in Frankfurt angekommen, aus Amerika, und habe mich wahnsinnig auf die Rolle gefreut, habe mich noch mehr auf die Arbeit mit Herrn Forst gefreut. Hildegard Knef 1951. Das Drehbuch zu dem Faust-Film Die Sünderin hat sie noch gar nicht gelesen, als sie zusagt. Freundin Marlene Dietrich hat ihr dazu geraten, damit sie wieder Fuß im deutschen Filmgeschäft fasst. Und auch als sie es gelesen hat, findet sie nichts dabei. Eine kurze Nacktszene, mehr dahingehuscht als zelebriert. Sie stört das nicht. Mit Schlägereien, Tumulten und Prozessen, mit Stinkbomben, Polizeiaktionen und Tränengas versuchten Gegner dieses Films, die Aufführung zu verhindern. Doch das Recht, sich selbst eine eigene Meinung bilden zu dürfen, siegte. Es ist nur vordergründig die kleine Nacktszene, die empört. In Wirklichkeit ist es die gesamte Geschichte um einen Maler und seine Geliebte, um Prostitution aus Not und Selbstmord aus Verzweiflung, die den ersten Filmskandal der Nachkriegszeit auslöst. Die Kirche versucht, den Film zu verbieten. Erst 5 Minuten vor der Premiere wird er freigegeben. Der Regisseur Willi Faust dankt. Ich habe eine Reklame und eine Propaganda, für die man in Amerika wahrscheinlich einige $100.000 bezahlt würde. Für Hildegard Knef ist es weniger schön. Sie vor allem wird zur Zielscheibe des Zorns. Die Produzenten haben sich dumm und doof verdient und ich hatte die Schande und sie hatten das Geld. Ich bin damals wirklich auf der Straße bespuckt worden. Ich konnte in kein Restaurant gehen, ohne dass irgendjemand sagte, Fritz, wir gehen! Das war also schon ziemlich schlimm. Und ich musste wirklich aus Deutschland raus. Das war nicht mehr zu ertragen. You do something to me. Sehen Sie Hildegard Knef, 5th Avenue in New York. Setzen wir uns, Hildegard. 1955. Ein Reporter besucht Hilde Knef in New York. Sie ist jetzt Musicalstar am Broadway, spielt in Cole Porters Silk Stockings, die Ninotchka. Erstmal habe ich Herrn Cole Porter gesagt, ich glaube, Sie haben die falsche Dame angerufen. Ich kann nicht singen. Was er nicht gelten lässt. Sie bekommt Gesangsunterricht, 2 Monate. Dann geht Hildegard Neff, wie sie in den USA genannt wird, raus auf die Bühne. When the electromagnetic of the he-male meets the electromagnetic of the female, if right away she should say come and be male, it's a chemical reaction, that's all. Es war so fürchterlich, ich würde es nie wieder in meinem Leben machen. Wird sie später immer wieder über diese Zeit erzählen. Nicht, weil sie keinen Erfolg hat, sondern weil es fast über ihre Kräfte und ihre Stimmbänder geht. Ohne Mikrofon, ein Saal mit 2000 Plätzen, 8-mal die Woche, jeweils 3,5 Stunden und das 2 Jahre lang. Nach der 675. ausverkauften Vorstellung kehrt sie zurück nach Europa.
dreht wieder Filme in Deutschland, Frankreich, Italien, England. So zog sich mein Leben also von Land zu Land, von Sprache zu Sprache. Und dann kam die Musik. Und die kam durch Frankreich. Dann machte ich einen Film, Das Mädchen aus Hamburg. Da sang ich den Titelsong. Und das wurde natürlich ein Hit. Il y avait une rue dans la ville. Auch in Deutschland wird sie jetzt zum Gesangsstar. Deutschland hat wieder eine Chance. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen, dein Silberblick. Diesen und die meisten anderen Texte ihrer Chansons hat Hildegard Knef selbst geschrieben. Chanson ist etwas sehr, sehr Privates und sehr Subjektives, finde ich. Etwas sehr Privates, das sehr unprivat wird, weil es eben herausgeschleudert wird. Aber erst einmal sollte es sehr persönlich sein. Und ich finde, persönlich kann man nur sein, wenn man auch selber diese Chansons schreibt. Hildegard Knef. Zu müde, um schlafen zu gehen. Volle Hallen und Säle, goldene Schallplatten, eine Fernsehshow, die zweite Karriere der Knef. 2 Jahre Schreibmaschine, schweißüberströmte Arbeit. Sind dann schon der Beginn zur dritten Karriere als Schriftstellerin. 1970 veröffentlicht Hildegard Knef ihr autobiografisches Werk Der geschenkte Gaul, das zum Bestseller wird, auch international. 5 Jahre später dann ihr Buch Das Urteil, in dem sie über ihre Krebserkrankung schreibt. Ein Tabuthema zur damaligen Zeit. Ich habe sehr viele Briefe bekommen, in denen mir Menschen geschrieben haben, dass sie wirklich die Tabletten zusammen hatten, die zu einem Selbstmord ausgereicht hätten, nachdem sie die Nachricht hatten, dass sie Krebs haben. Und dann haben sie das Urteil gelesen. Und dann haben sie sich eines anderen besonnen. Also wenn das Buch für nichts gut war, dann war es für das gut. Nein, ich gebe niemals auf, solange mich noch einer braucht. Geh ich nicht an mir zugrund, vergeude keine Stund. Nein. Also die Momente des Glücks, die dauern wirklich immer nur erstaunlich kurz. Sie hat diese großen Erfolge gehabt in den 60er Jahren, aber immer danach kamen eigentlich auch sehr schnell wieder Abstürze, Karrieretiefs. Eine Achterbahn, so beschreibt Knef-Biograf Jürgen Trimborn das Leben der Künstlerin. Eine Frau, die doch sehr verunsichert war, die sich immer eigentlich keine Entscheidungen in ihrem Leben getroffen hat, ohne die Astrologie zu befragen, die sich in Medikamentensucht flüchtete, die natürlich auch ihren Körper, ihre Psyche mit Medikamenten, nachher mit Drogen sicherlich auch ruiniert hat. Die Boulevardpresse tut ihr Übriges. Üble Nachrede, Anfeindung, ob Krankheiten, Drogen, finanzieller Ruin oder ihre 3 Ehen. Alles wird genüsslich ausgebreitet. Für Jahre zieht sie wieder in die USA, kehrt erst 1989 hochverschuldet nach Deutschland zurück, erringt erneut kleine Erfolge mit der Rockgruppe Extra Breit und dem Jazz-Trompeter Till Brönner. Ups and Downs, gesundheitliche und berufliche, auf diese Art und Weise zu erleben, zu verarbeiten, seinen Schluss daraus zu ziehen und trotzdem immer wie ein Stehaufmännchen dort wieder parat zu stehen, das hat die Frau drauf gehabt, irgendwie wie kein Zweiter. Am 1. Februar 2002, heute vor 20 Jahren, stirbt Hildegard Knef. 6 Tage später wird sie in einem Ehrengrab der Stadt Berlin beigesetzt. Posthum werden Plätze nach ihr benannt, eine Sonderbriefmarke herausgegeben und sogar eine Straßenbahn erhält ihren Namen. Wie ihr das wohl gefallen hätte? Was, wurde sie einst gefragt, sollte ihr letzter Satz sein? Mir fällt eben Oscar Wilde ein. Ich sterbe über meine Verhältnisse. So oder so ist das Leben. Ich sage, heute ist heute. Was ich auch je begann, ich habe es gern getan. Ich habe es nie bereut. Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Hildegard Knef, die heute vor 20 Jahren gestorben ist. Redaktion: Matti Hesse.